In diesem Video erkläre ich dir, wie du dieses bestimmte Integral ganz einfach berechnest. Moin moin zusammen, wir haben heute folgende Mission. Wir haben ein bestimmtes Integral, zu Deutsch, wir wollen den Flächeninhalt zwischen 0 und 6 von der Funktion f von x, diese ln, Klammer auf, 3x plus 2, Klammer zu, plus 2. Diese Funktion wollen wir den Flächeninhalt zwischen der Funktion und der x-Achse in dem Bereich zwischen 0 und 6 berechnen. Das ist ein bestimmtes Integral. Unbestimmtes Integral wäre a und b zum Beispiel. Und ich möchte nun bei diesem bestimmten Integral diesen Flächeninhalt berechnen. Natürlich bilde ich dadurch auch die Stammfunktion, aber ich möchte jetzt wirklich nur eben diesen Flächeninhalt. Wie mache ich das? Ich mache das jetzt ganz langsam, Step für Step. Also lehn dich zurück, genieß die Show und hab ordentlich Spaß. Wenn ich da von diesem Flächeninhalt berechnen möchte, was ich übrigens auch mit der Trapezregel in einem anderen Video gemacht habe, verlinke ich dir unten, merke ich sofort, dass wenn ich das integrieren möchte, Integral der x, aha, ich integriere das Ganze hier. Was ist hier? Hier ist eine Summenregel, nenne ich es immer liebevoll, vorhanden. Du hast einmal die Funktion ln, Klammer auf, 3x plus 2 und das plus 2, das ist mit einem Plus getrennt. Das ist bei dem ln drin und dieses 2 ist einzeln. Das heißt, ich muss das jeweils einzeln integrieren, also aufleiten. Also kann ich das schon mal theoretisch direkt umschreiben wie folgt. Dann steht dann da Integral 0, 6, aha, erste Funktion, ln auf 3x plus 2, Klammer zu, dx, integriere das, plus einzeln eben 0 bis 6 und dann eben die 2 dx. Das bedeutet, ich integriere einmal das hier und das hier. Okay, schau mal, erste Regel, passt, schaut sich das Ganze schöner aus. Integrieren wir mal das kurz einzeln, das ist eigentlich recht simpel. Das merken wir uns dann für später, das brauchen wir ja später wieder, weil der Bad Boy hier, der will's hart, der braucht ein bisschen länger. Das integriert nach drüben, ist ja eine ganz normale Zahl integriert. Bei einem bestimmten Integral kommt einfach raus 2x. Ne? Einfach die Variable dazu, fertig. Der Part ist integriert, fertig. Nun kommen wir zu dem Bad Boy hier. Der Schlingel, der macht uns Bauchschmerzen. Okay, was sehe ich hier? Ich sehe hier eine ln-Funktion, alles klar. Und in dieser ln-Funktion wurde theoretisch, die hat eine 3x plus 2, eine Gerade verschluckt, die hat die gegessen. Und darum steckt das nun da drin. Ich weiß, das ist jetzt gerade nicht sehr mathematisch, aber du sollst es doch verstehen. Okay. Und nun muss ich als allererstes in dem Fall hier substituieren. Warum? Weil mich das hier drin nervt. Diese 3x plus 2, das nervt. Ich möchte nur ln am liebsten mit x drin stehen haben und dann kann ich das ganz knuffelig, schnuffelig integrieren. Ja gut, dann machen wir das. Also Integration durch Substitution. Geil. Was bedeutet das also? Ich nehme mir mal den Bad Boy hier rüber, damit das Ganze einfach klarer wird. Dich möchte ich integrieren. Geil! Was mache ich also als allererstes? Ich sage hier, okay, du Schlängelchen, du bist für mich jetzt T. Wie ihr das nennt, ist mir egal. Ihr könnt der Thomas für T nehmen, ihr könnt der P für Peter. Wurst. Das bedeutet, dann steht dann hier, T ist gleich 3x plus 2. Ich habe das substituiert. Das hier wird zu einem T. Geil. Und nun bilde ich davon die Ableitung. Warum, fragt ihr euch? Kommen wir gleich zu. Und abgeleitet kommt heraus die 3. Mhm. Eine ganz normale Zahl. Mhm. Und nun habe ich das folgende. Bei der Integration durch Substitution kann ich folgenden Trick anwenden. Ich kann gucken, ob diese Ableitung von dem, was ich substituiert habe, in dem Fall diese 3, ob die irgendwo an dem Bad Boy hier, nicht hier drin, auch nicht mit diesen ln, aber ob hier irgendwo diese 3 dran multipliziert ist. Ob hier mal 3 steht. Merke ich, doof, steht da nicht. Und darum kann ich folgenden Trick machen. Ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich multipliziere einfach eine 3 ran. Es geht eben, wenn ich hier nur eine Zahl habe und hier eben keine weitere Zahl ist, dann kann ich diesen Trick machen.
Darum kann ich hier 3 ran multiplizieren, weil dann habe ich hier oben eine 3. Seht ihr jetzt gleich. Dann steht da nämlich theoretisch Integral 0, 6. Ich tue mal, sonst hätte ich noch nicht substituiert. Ist noch nicht passiert. Ja. Und vor dem ln steht ja immer gedanklich eine 1. Auch hier vor der 3 mal 1, auch vor dieser. Ne? Überall kann man gedanklich eine mal 1 davor ballern oder dahinter, weil derselbe rauskommt. Und darum stand hier gedanklich mal ln 3x plus 2 dx. Das stand gedanklich da. Und wenn ich jetzt diese 3 ran multipliziere, dann passiert es nämlich, dass 3 mal 1 ergibt 3. Und nun habe ich endlich diese 3 dran. Geil! Und nun sehe ich, aha, das Innere, was ich substituiert habe, dessen Ableitung ist hier oben eben bei meiner Funktion mit einer 3 dran, weil ich die dran gezaubert habe. Darf ich machen. Aber wenn ich das mache, wenn ich zum Nachbarn gehe und mir Eier hole, dann muss ich die auch wieder irgendwann zurückgeben, weil sonst macht den sein Hund auf meinen Rasen und das finde ich nicht so geil. Also was ist das Gegenteil von mal 3 geteilt durch 3? Also muss ich nochmal geteilt durch 3 machen. Eine schönere Schreibweise, die gerne verwendet wird, statt geteilt durch 3 hier hinzuballern, ist einfach mal ein Drittel. Ist dasselbe. Ne? Und nun passiert dadurch Folgendes. Diese ein Drittel muss ich wieder reinmultiplizieren, dadurch werden diese 3 wieder weg und dadurch habe ich nicht das Ziel erreicht, was ich wollte. Also haue ich das einfach vorne dran. Ein Drittel, Integral 0, 6, das ist das hier. Meine 3 ist immer noch da und das ist auch gut so, weil die mag ich. Und dann steht hier 3x plus 2, Klammer zu dx. Und nun habe ich eben, nun fing ich wirklich an zu substituieren. Jetzt geht das Spielchen los, alles klar, du wirst jetzt zu meinem T. Und weil ich gesehen habe, dass T, dessen Ableitung hier dran ist, darf ich folgenden Trick machen. Ich darf hier hinschreiben, ein Drittel Integral. Nun habe ich substituiert. Ich habe aus 3x plus 2 habe ich mein T gemacht. Und das bedeutet, auch meine Grenzen verändern sich. Ich mache da noch ein sehr ausführliches Video dazu, wie das mit den Grenzen abläuft. Ich mache jetzt die oberflächliche Variante T von 0 und T von 6. Das ist einfach eine Formalie, die müsst ihr mitmachen. Weil ansonsten müsstet ihr das jetzt hier einsetzen. Einmal hier 6 eingesetzt, das wäre 18, das wäre 20. Dann wäre hier die Grenze 20 und unten eingesetzt. Das habe ich doch ausführlich gemacht. Die Held vom Erdbeerfeld ist 0 eingesetzt, also wäre hier unten die Grenze 2. Ne? Weil ihr es in T einsetzt, weil ihr hier substituiert. Aber nicht weiter tragisch, formal hier einfach T von 6, T von 0, RIP, übernehmen, fertig. Und dann steht da, und das ist eben der Trick, weil dieses T' hier die 3 ist und die 3 hier enthalten ist, kann ich dir jetzt einfach weglassen. Ist einfach so, die haut einfach ab. Warum? Ne? Möchte ich jetzt hier weiter nicht thematisieren. Und darum steht dann da, ln, Klammer auf, T, D von T. Und nun ist das Geile passiert. Nun habe ich aus diesem blöden, komplizierten Schlängel, habe ich einfach ln T gebastelt. Und ln T lässt sich ganz simpel integrieren, weil es sich eben um ein Standardintegral handelt. Und ein Standardintegral, entweder lernst du das auswendig oder ich zeige dir gleich ausführlich, wie du es berechnest. Und das wäre eben dieses Standardintegral ln t oder ln x integriert, ergibt immer t oder eben x mal ln t bzw. x minus t bzw. x. Und dann wieder eingesetzt und dann wird das Ganze integriert. Wer das nicht auswendig kann und verstehen möchte, was ich hier gemacht habe, kann Folgendes machen. Ich kann natürlich auch ganz simpel, wenn ich eben diese Standardregel nicht anwenden möchte, hier dt, ne, integrieren, was erkenne ich? Lnt integrieren kann ich, ja, mit Hilfe der partiellen Integration. Und das mache ich, indem ich hier ein mal 1 ranballer. Habe ich ja vorhin gemacht, ich darf immer ein mal 1 überall dranhängen, wie ich Bock habe. Und nun kann ich die partielle Integration anwenden. Und das ist die partielle Integration Formel, die ich dafür verwende. Und die sagt dann f von x mal g' von x. Klar, ich habe hier als Variable jetzt die ganze Zeit jetzt ab hier t und deswegen nicht weiter tragisch, sage ich, okay, du bist mein f. Mhm. Mal mein g'. Aha, die 1 ist mein g'. Das mache ich bei ln. Das ist eben die Methode, mit der ich das machen kann. Dann ist mein g' 1. Wenn ich f habe und g' sehe ich hier eingesetzt, weil das ist dasselbe wie das, also das forme ich jetzt einfach in diese Formel ein. F habe ich, check. Aber ich brauche noch g und f', also muss ich die noch bilden. Naja, f habe ich ja gerade eben gesagt, das ist ln von t. f' ist dadurch die Ableitung
in ln abgeleitet ist ja 1 geteilt durch das im ln, das ist in dem Fall t, mal das im ln abgeleitet. Und t abgeleitet ergibt 1. Und dadurch habe ich hier 1 durch t als Ableitung, f'. Und g' habe ich ja eben gegeben, die 1. 1 muss ich integrieren, weil ich brauche ja g. Bedeutet das t. Wieder 1 kann ich weglassen, nicht. Nun setze ich hier sauber einfach in meine Formel ein. Mein f habe ich hier ln t mal mein g, das war ja t. Und dann eben in die Klammer zu, meine Grenzen, t von 0, t von 6, minus Integral t von 0, t von 6, f', was war's? 1 durch t, mal mein g, und mein g ist ja t. Und dann dt. Das ist der Part hier. Das war der Part hier. So, das ist das Minus. Und nun passiert Folgendes. Das kann ich nämlich zusammen und eben ausrechnen. Ich mache das jetzt hier kurz mal weg. Ich hoffe, du hast das verstanden soweit. Das habe ich jetzt nur in die partielle Integrationsformel eingesetzt. Und nun kann ich das zusammenfassen. Klar, gut, das, den Blödsinn mache ich jetzt mal nicht zusammen. Ln t mal t, Klammer zu, t von 0 und t von 6. Rip. Minus und dann Integral t von 0, t von 6. 1 durch t mal t, multipliziere ich das t hoch, steht hier einmal t durch t. Was ich auch anders schreiben kann, in t durch t. Und t durch t ergibt wieder, weil ich es kürzen kann, 1. Also muss ich nur 1 integrieren. Und 1 integriert, was ergibt das wieder? Aha, t. Ein t. Bedeutet, das Ganze hier integriert. Ich weiß, gedanklich, folge mir bitte noch mit. Ln t mal t, eckige Klammer, t 0, t von 6, die Grenze, minus 1 integriert, bedeutet eckige Klammer auf, ein t, eckige Klammer zu, t von 0, t von 6. So, und nun habe ich den kompletten Bad Boy integriert. Nun muss ich das Ganze rücksubstituieren, weil ich habe doch anfangs gesagt, t ist gleich 3x plus 2. Also findet hier jetzt die Rücksubstitution statt. Rücksubstitution. Ich schreibe es jetzt nicht aus. Das bedeutet, ich setze jetzt einfach sauber ein. Eckige Klammer, ln und dann eben 3x. Das habe ich von hier oben. T ist 3x plus 2. Klammer zu. Mal 3x plus 2. Ist das dieses t? Klammer, meine Grenzen wieder 0 und 6, ich rücksubstituiert habe, minus, Klammer, 1 mal, ich könnte die 1 auch weglassen, das wisst ihr jetzt mittlerweile, 3x plus 2, Klammer zu, Klammer auch, und dann das Ganze 0 und 6. Und nun müsste ich das Integrierte eben mit dem hier zusammenschreiben und ausrechnen. Doch zuallererst fragst du dich jetzt natürlich, Andi, was ist denn mit dieser 1 Drittel? Hier nimmst du die ganze Zeit mit und hier machst du die plötzlich nicht mehr mit. Naja, ich bin ein Freund davon, ich ergänze es jetzt eben ganz zum Schluss. Ich hätte ja auch hier die ganze Zeit hinschreiben können, 1 Drittel mal 1 Drittel mal 1 Drittel mal 1 Drittel mal. Aber ich denke da immer ganz zum Schluss dran, dass ich eben diese 1 Drittel noch mitnehmen muss. Falls du jemand bist, der das immer vergisst, mach es bitte gleichzeitig immer mit, weil die bleibt jetzt mit dabei. So, und nun schreiben wir das Ganze nochmal schön sauber auf. Den vorderen Teil integriert habe ich hier, bedeutet, hier steht jetzt 1 Drittel, mein 1 Drittel von hier, was ich hier die ganze Zeit mitnehme, hätten müssen, mal, enge Klammer, der ganze Teil hier wird nämlich mal 1 Drittel genommen. Ln 3 x plus 2, Klammer zu, mal 3x plus 2, Klammer zu, auch nochmal eine eckige Klammer, auch nochmal eine eckige Klammer, 0, 6, minus, Klammer,
Und diese 1 lasse ich jetzt mal einfach weg. Das ist ja dasselbe. Also schreibe ich hier einfach hin 3x plus 2. Die Klammer könnte man auch übrigens weglassen, aber ich mache es jetzt mal. 0 und 6. Und dann die eckige Klammer, weil das Ganze mit 1/3 multipliziert wird. Und dann habe ich ja noch mein 2x integriert. Also plus. Und da müssen natürlich auch die Grenzen rein. 2x von 0 bis 6. Das Ganze integriert wäre dann eben, wenn man es ganz formal richtig machen will, zack, zack, 0 bis 6. So, das habe ich jetzt hier eingesetzt. Und nun kommen wir dazu, dass ich jetzt natürlich auch noch diese Grenzen einsetzen muss. Wie mache ich das? Also, legen wir mal gemeinsam los. Ich mache es mal fürs Erste sehr ausführlich. Der Part hier. Da muss ich jetzt einmal die Obergrenze einsetzen. Bedeutet 1/3 mal eckige Klammer. Jetzt geht's los. 6 obere Grenze eingesetzt. Klammer, ln, Klammer auf, 3 mal 6. Über wo nächstes setze ich jetzt 6 ein. Plus 2, Klammer zu, mal Klammer auf, 3 mal 6. Plus 2, Klammer zu. Und dieser komplette Part hier, den ich jetzt hier habe, der muss auch noch minus dem unteren Bereich dieser Grenze eingesetzt werden. Also 0. Also ich schreibe jetzt dasselbe nochmal ab. Das, ich bin immer noch beim Blauen. Klammer ln 3 mal 0 plus 2 Klammer zu mal Klammer auf 3 mal 0 plus 2 Klammer zu. Und der ganze Part, der hier, muss minus dem gerechnet werden. Minus, und jetzt bin ich beim Nächsten. Jetzt geht's weiter. Nächstes, auch wieder Minus. Hier, jetzt mache ich den Part hier. Also, Obergrenze eingesetzt, die 6. Machen wir hier mit Farben. Also 6 eingesetzt, bedeutet großeckige Klammer. Klammer auf, 3 mal 6 plus 2. Minus, untere Grenze eingesetzt. Das ist in dem Fall jetzt die 0, auch wieder hier. Also 3 mal 0 plus 2, Klammer zu. Und nun, das noch in Klammern, weil das Ganze ist ja natürlich Minus. Wichtig, dran denken. Und dann kommen wir zum letzten. Hep, hep, hurra. Das ist in dem Fall der Bad Boy hier. Was mache ich also jetzt halt hier? Ich muss jetzt da plus und dann eben die obere Grenze eingesetzt. Das ist die 6, also 2 mal 6, kann man auch in Klammern setzen, minus die untere Grenze eingesetzt, also Klammer auf, 2 mal 0, Klammer zu. So, der kann man auch in eine Klammer drum setzen, falls man Lust drauf hat. So, und wenn man das jetzt alles sauber in den Taschenrechner eingibt, kommst du auf einen Flächeninhalt von 25,509 Flächeninhalten. Das ist dieser ganze grüne Bereich. Der Bereich zwischen der Funktion, diesem ln, Klammer auf, 3x plus 2, Klammer zu, plus 2, von hier bis zur x-Achse. Das ist dieser Flächeninhalt. Nochmal kurz und knackig, was ist zu beachten? Ich sehe, ich habe hier eine Funktion. Habe hier plus dazwischen, darum muss ich die beiden einzeln integrieren. Ich habe ein bestimmtes Integral, weil ich 0 bis 6, ich habe die Grenzen, ich möchte den Flächeninhalt haben. Was mache ich also? Ich sehe hier ln, aha, da ist was drin, da wurde das verschluckt, ich muss hier substituieren. Ich mache hier diesen Substitutionstrick, blablabla, vergesst diese 1/3 bitte nicht. Okay. Wenn ich dieses Standardintegral lnt oder lnx integrieren nicht auswendig kann, mache ich hier meinen Trick mit der partiellen Integration und wende auch diese Formel sauber ein. Und dann zum Schluss muss ich nur noch darauf achten, dass ich sauber einsetze, meine Grenzen, obere Grenze, minus untere Grenze, Taschenrechner, Spaß haben, ausrechnen. Falls du es jetzt verstanden hast, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Das Ganze in der Trapezregel dir vorgerechnet, unten in der Beschreibung. Und ansonsten, lass ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Runde. Mach's gut!